Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns, gleich mit einer kleinen Herausforderung. Mal gucken, ob wir kämpfen oder rätseln müssen. Das letzte und erste Rätsel hat ja ganz gut zu dem Ort gepasst, an dem wir jetzt sind. Und zwar sind wir... Oh, ein Rätsel. Willkommen, Alice. Hier ist eine Kleinigkeit, um deine Schädeldecke zu lösen. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? What the fuck? 2, 3, 4. Das sind, von 1 auf 3 sind 2 höher. Von 3 auf 4 ist 1 höher. Von 4 auf 7 ist 3 höher. Und von 7 auf 11 3, 4 höher. Das heißt, da kommt. Ich sag mal. Warte. Klein. Das ist aber auch... Ach, was soll's. Aber nein, versuch's nochmal. Hat zwei Flügel und kann nicht fliegen. Hat einen Rücken und kann nicht liegen. Hat ein Bein und kann nicht stehen. Kann wohl laufen, nicht aber gehen. Das ist ja schön, dass man das nochmal probieren kann. Das ist ja... Das ist nett. Das ist geil. Sehr gut, Spiel. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. So. Hat zwei Flügel, aber kann nicht fliegen. Engel, Dodo, Nase oder Konzertpianist können wir auswählen. Dodo hat... Haben die Flügel? Ich glaube nicht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nase hat auf jeden Fall Nasenflügel. Engel haben natürlich auch Flügel. Und Konzertpianist hat meistens aber nur ein Flügel. Hat zwei Flügel, kann aber nicht fliegen. Hat einen Rücken und kann nicht liegen. Nasenrücken, ja. Hat eine Nase, hat... Hat eine Nase, Nasenbein, okay. Hat ein Bein, kann nicht stehen, kann wohl laufen, aber ich würde sagen die Nase. Ja. Exzellent. Gar kein Problem, Freunde, ne? Weil schlau ist er, manchmal. So, haben wir das auch. Und jetzt geht's wieder raus. Und tschüss. In die Augen. So. Wir sind nämlich im Schloss der Königin. Hier unten steht's schon. Und dazu hat ja das Rätsel recht gut gepasst mit, was war denn das? Was haben ein Hurricane und die Königin gemeinsam oder irgendwie sowas? Da hinten ist eine Erinnerung. Haben wir die schon? Vor allen Dingen, da hinten ist ein Schnurrbart. Ein Günther. Günther Günthersen ist da hinten. Was macht der denn da? Hallo. Vor allen Dingen, warum habe ich den nicht gehört? Warum hat er nicht geschnauft? Von da komme ich nicht ran. Muss ich von hier aus. Ui, hätten wir fast verpasst hier den Günthersen, wenn ich nicht nochmal zurückgegangen wäre. Meine Fresse. Wäre ich da nicht so hingekommen? Na, wahrscheinlich nicht. Gut, dann haben wir das hier. Ui. So. Zack. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Ja, wahrscheinlich. Okay, das sieht aus wie eine Eisenbahnstrecke. Vielleicht kommt dort der Zug her. Wer weiß das schon? Wir werden dem Geheimnis des Zuges, ich bin übrigens gar nicht gesprungen, noch auf die Schliche kommen, meine Freunde. Upsi, so. Wäre ich von hier eigentlich? Na, nee, so weit kannst du nicht fliegen, ne? Nee, das wäre auf keinen Fall gegangen. Das wäre nicht gegangen. Aber ich glaube, ich... Ah, die Karten. Wenn man die noch Karten nennen kann. Die Leute, die Dudes hier, haben auf jeden Fall gar nichts mehr mit der Disney-Vorlage zu tun. Das kann man, glaube ich, so sagen. Oh, okay. Und die kommen in Haufen. In Heerscharen kommen sie. Um uns zu töten. Aber es wird nichts, Leute. Die haben eher was, mit Zombies zu tun. Und weniger mit Karten, würde ich sagen. Thank you.
Huch, warum stehst du denn wieder auf? Leg dich doch mal hin. Bleib ganz gechillt liegen, mein Freund. Das ist ja alles gar kein Problem. So, den haben wir auch weg. Sehr gut. Oh, der König. Was ich sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Was wollte ich denn eben sagen? Na, hier ist zu, ne? Kommen wir nicht lang. Ja, die Dudes haben, wie gesagt, gar nichts mehr mit der Disney-Vorlage zu tun eigentlich. Egal, quatschen wir erstmal mit dem König. Und dann gehen wir den Pfad entlang, der jetzt angezeigt wurde. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Hm. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an, er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Ich sage, nö. Ich gehe erstmal nach da und guck mal, was ist hier noch so? Ah, okay, da kommen wir gar nicht lang. Oder? Doch, na klar. Ha, das ist doch wohl ein Witz, dass wir da nicht lang können, Freunde. Das war nur ein Spaß. Ein Spaß war das. Versteht ihr schon, oder? Ah, kleiner Spaß. So, da ist noch eine Plattform, die gerade entschwindet. Was nicht so ganz schön ist. So, Schweinebär erstmal hier auf Pluster. So. Dann können wir da nämlich auch ins Schlüsselloch rein. So, die Plattform kann mal herkommen. Und dann gehen wir hier ins Schlüsselloch. Upsi. So, kleine Alice. Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Hallöchen. Da ist ein Zähnchen. Da sind zwei Zähnchen. Da wird sich die Zahnfee aber ganz toll freuen. Hier kommen gleich garantiert Gegner. Garantiert Gegner. Ich sag's euch. Oder? Oder? Keine Gegner? Keine Gegner? Keine Gegner? Ernsthaft? Okay. Krass. Ich dachte, hier kommen gleich ein paar Dudes. Aber nee. Anscheinend dann doch nicht. Okay. Aber muss ja auch nicht immer, ne? Man muss es ja auch nicht übertreiben. So. So, und hier geht's gar nicht weiter. Okay, krass. Dann hat uns das ja viel gebracht. Naja, dieses Schlüsselloch auf jeden Fall. Aber warum ist da hinten denn noch die Plattform? Das möchte ich nicht so ganz verstehen. Was ist denn hier auf dem... Ach ja, das zeigt uns mit zu dem Korb. Nein! Alice, was tust du? Mach doch sowas nicht. So, wo sind wir? Hier sind wir. Wir müssten aber eigentlich... Hä? Warum kommen wir da nicht drauf? Wir müssen doch irgendwie zurück. Wir müssen doch irgendwie zurück. Oder geht das echt da lang irgendwo? Nee, das ist ja prinzipiell Quatsch. Aber da drauf? Kommen wir denn überhaupt da drauf? Können wir so springen? Ah, hier haben wir es auf jeden Fall drauf geschafft. Okay, also, na gut. Ist ja auch egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und alles andere ist wurscht. So, den König losschneiden, der Ausnahmsweise. So. Oh. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Opfer gewesen. Tschüss, König. Du bist, glaube ich, tot. Man hört Kampfgeräusche. Herzkönigin, erwartest du uns vielleicht schon? In deinem Thronsaal. Hässliche Frau. Ich weiß übrigens, was echt kommt. Und es wird unschön. Eklig. So. Geh erstmal zu dem Gemälde. Hallöchen, schöne Frau. Naja. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Ja, als Kind schaut man sich gerne die Bilder an, weil man als Kind mehr Kreativität und mehr Fantasie hat. Sich vorzustellen, was es denn mit den Bildern
auf sich haben könnte. Sich eine Welt zu den Bildern vorzustellen. Ist die Kunst, die man als Kind hat. Ist das das gleiche? Nee. Ah, kommt man wieder zurück. Okay. Aber ich will ja erstmal nicht zurück. Ich will erstmal hier sein und Schweinegünter abknallen. So, da oben. Und zack. Ende Gelände, Schweinebärt. Aha, aha, aha. So ist das also. So ist das also. So, machen wir hier mal. Das war Quatsch. Machen wir hier mal den hin, den Kollegen. Moment. Und jetzt. Dahin. Und jetzt kann ich mich schrumpfen lassen. Aber keine Sorge, von hier aus kommen wir auch wieder auf die Plattform. Kein Bärenfell vorm Kamin. Kein Elchgeweih an der Wand. Keine taxidermischen Grässlichkeiten im Haus. Achtet die Würde der Kreatur. Huch. Ah! Oh, Alter. Ich dachte, jetzt ist aber auch knapp. Aber war nicht so knapp. So, hier können wir natürlich durch. Das sieht man. Aber zu welchem Preis, meine Freunde? Okay, hier geht's nicht weiter. Und sonst ist hier, glaube ich... Hä, Flasche? Okay. Ah! Hier ist eine Flasche versteckt. Kannst du ja erstmal wieder eintrinken, war Alice? Mensch. So, und hier unten müssen wir lang. Upsi. So, hier ist eine Kette, an der wir gleich ziehen. Okay, hier ist jetzt leider nichts. Zieh eine Kette, Alice. Danke. Was ist passiert? Ah, jetzt kommen wir da drüben hin. Das ist ja schön. So, und jetzt müssen wir hier den Hasen wieder drauf stellen. Yay! Und einfach überfliegen ohne Probleme. Ah ja, nee, das Gesicht will ich mich als das, die hässliche... Oh, Königin, oh mein Gott. Das kann auch keiner ertragen. So, hochfliegen. Wie engelsgleich, möchte ich sagen. Okay, die Tür ist wahrscheinlich zu. Wir müssen jetzt hier... What the fucking hell? Ich glaube, die Königin hat bemerkt, dass wir da sind. Hey, das ist... Warte nochmal. So, müssen wir hier... Durch. Ach nee, wir müssen hier runter. Hui. Yay. Einfach fallen lassen. Komm. YOLO. So. Hey. Hey, Freund. Freund Blase, ne? So, hier hoch auf jeden Fall. Aber wir müssen. Ich will da hinten noch hin. Da ist irgendwas gewesen. Aber wie komme ich da hin? Ist die Frage. Vielleicht habe ich mich auch nur verguckt. Kann vorkommen. So, sonst gibt es hier nichts. Okay, dann nicht. Nee, den Kopf würde ich gern behalten. Hä? Achso, wieder die Zombie-Dudes. Weil ich kann die erst angreifen, wenn die mit ihrem Geschrei hier fertig sind, oder wie? Jetzt mach den Kopf zu! Halt! So, Moment. Halt, nee, warte. So. Auf Boden mit dir und draufhämmern. Okay. Zack. Den habe ich zerschlitzt und den auch. Und komm, du gehst auch weg. So. Was ist... Oh nein! Oh nein, Leute! Oh nein! Das ist der fucking Scharfrichter und den können wir nicht besiegen. Vergesst es, Leute. Oder? War das der, den sie gemeint hat? Ich Idiot. Die Schott hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ja, das war... Das war der, den sie gemeint hat. Den können wir nicht besiegen.